Ja, und an der Stelle kennen Sie auch normalerweise immer unsere Spontangeschichte mit der Claudia Griese. Letzten Monat war sie schon nicht dabei, da war sie beruflich verhindert. Jetzt ist sie im Urlaub. Claudia, wenn du uns siehst, alles Gute, gute Erholung. Wir haben überlegt, wie können wir das Ganze wieder ersetzen. Es ist eigentlich gar nicht zu ersetzen, aber letztes Mal war der Lothar Schröer da und das ist bei Ihnen so gut angekommen. Sie haben uns so viele E-Mails geschrieben, dass wir gesagt haben, okay, wenn er doch sowieso... Sie haben keine geschrieben, naja gut. Aber wenn er doch sowieso wieder in der Sendung ist, dann macht er eben eine Spontan-Spontan-Geschichte. Und zwar als Autor ist es jetzt so ein bisschen schwierig zu schreiben, deswegen beschränken wir uns jetzt gleich auf 6 Begriffe. Und er macht dann die Geschichte wirklich Stand-up, er liest die Begriffe und macht dann eine Geschichte am Ende der Sendung. Also deswegen auch nur 6 Begriffe, seien Sie nicht enttäuscht. Und nächsten Monat ist dann wieder Claudia Griese dabei, da bin ich mir ganz sicher. Gut erholt und frohen Mutes. Das heißt, wir fangen jetzt schon an. Da ist unser Lothar Schröer, da sitzt er unter der Decke, Sie können ihn kaum erkennen. Genau. Und jetzt geht es los. Wir brauchen 6 Begriffe, dann sind wir soweit mit durch. 6 Begriffe, was fällt Ihnen ein zu unserer spontanen, spontanen Geschichte, die wir heute das erste Mal wirklich ohne vorzuschreiben versuchen. Fangen wir an. Da vorne schon die erste Meldung, sehr schön. So, dann warten wir gerade noch ein bisschen, das Mikrofon dahin kommt, damit wir Sie auch alle entsprechend verstehen. Lungenpunktion. Lungenpunktion. Okay. Schmuddelkinder. Schmuddelkinder. Sie sehen mich im Bademantel und dann kommen Sie auf den Begriff. Okay. So, weiter geht's. Sind Sie kreativ? Das war hier vorne, genau, war die Meldung. Ich habe Sie gesehen, genau, kein Problem. Sehr schön. Brandschutzkonzept. Brandschutzkonzept. Das ist auch toll. Wir haben das genauso gewollt, Lothar. Okay, Begriff Nummer 4. Sollbruchstellenverursacher. Okay. Und für die kein Frühstücksei mögen, das ist das Ding, was man oben auf dieses Frühstücksei macht mit so einem Gewicht, lässt so ein Gewicht runterfallen, zack, und dann ist dieser Kopf, den kann man dann abnehmen. Okay. Einen Begriff brauchen wir noch, Lothar? Einen Begriff noch. Jetzt geben Sie alles, genau, da hinten. Outlet Store. Outlet Store, okay. Da meint man das dann wieder gut mit dir, das ist auch schön. Wunderbar. Haben wir sie alle oder wolltest du noch einen für zur Reserve? Ich lock dich jetzt. Einen doch, einen können wir noch. Los. Einmal aus der Mitte des Publikums. Nasenfahrrad. Nasenfahrrad, okay. Nehmen wir natürlich auch. Wunderbar. So, dann haben wir alles. Du ziehst dich nicht zurück, du sitzt gemütlich unter der Decke und dann machst du nachher deine Geschichte. Ich bin ganz gespannt. Tja, und jetzt ist es schon wieder soweit. Jetzt kommt unsere spontane Spontangeschichte. Lothar, du hast dir nichts aufgeschrieben, du versuchst jetzt einfach mal die ganze Geschichte so, wie wir sie dir genannt haben, mit den Begriffen einfach hinzukriegen. Ich bin gespannt, was daraus wird. Du möchtest sitzen bleiben wahrscheinlich dann. Genau, ich komme dann so ein bisschen auf die Couch, dann sind wir alle nett beieinander. Ja, und dann sind wir mal ganz gespannt, die spontane Geschichte von Lothar Schröer. Ich fuhr gerade mit meinem Auto nach Hause. Ich war auf einem Folkfestival gewesen. So ein schnöseliger 16-, 17-jähriger Nachwuchssänger spielte das Lied »Spiel nicht mit den Schmuddelkindern«. Ich glaube nicht, dass er überhaupt wusste, was damals mit dem Lied gemeint war. Tja. Als ich Anfang der 60er Jahre zur Schule ging, da wusste man noch, was Schmuddelkinder sind. Man konnte sie unter anderem an den Nasenfahrrädern erkennen. Sie hatten die billigen Kassengestelle. Und das sah schrecklich aus. Nun, ich hatte noch etwas Zeit und fuhr einen kleinen Umweg. Es gab einen Outlet-Store, der mich sehr interessierte. Und ich wollte schauen, was ich dort erwerben konnte. Ich ging hinein und... War das Christian? Da stand hinter der Kasse, nein, neben der Kasse, Christian, eines der Schmuddelkinder aus meiner Jugendzeit. Ich ging zu ihm hin und ja, er war's. Wir unterhielten uns eine Zeit. Ich fragte, wie es ihm gegangen sei. Na ja, sagte er, nachdem ich ja, wie du weißt, dreimal von der Schule geflogen bin, musste ich dann irgendwann mal den Hauptschulabschluss nachmachen, auf der Abendschule. Aber das hat ganz gut geklappt. Und ich habe dann einfach mal eine Erfindung gemacht. Was hast du denn erfunden? Den Sollbruchstellenverursacher. Und kann man davon leben? Ja, sagte er. Ja, man lebt davon sehr gut. Ich bin Millionär geworden damit. Wow, dachte ich.
Schmuddelkinder. Ich hatte Minuszahlen auf meinem Konto. Was nützte mir dieser schöne Schulabschluss? Und ich fragte ihn, was er denn noch erfinden würde. Naja, sagte er, der Erfolg ist gerade in der letzten Woche zu Ende gegangen. Ich sagte, warum? Braucht man keine Sollbruchstellenverursacher mehr? Doch, sagte er, aber es waren elektrische Sollbruchstellenverursacher und die entsprachen nicht dem deutschen Brandschutzkonzept. Nun hat es einen Unfall gegeben und ich muss einen großen Schadenersatz zahlen. Und das geht in die Millionen und mein ganzes Geld wird fort sein. Naja, der Mann hat so gut wie keine Lungenfunktion mehr beim Lungenfunktionstest spüren lassen. An diesem Abend war ich sehr in Gedanken. Und ich dachte, das Leben kann auf und ab gehen. Es war bei mir ja nicht anders gewesen. Ich war nicht so erfolgreich geworden wie Christian. Ich hatte jetzt einen Beruf, der mir Spaß macht, Märchen- und Geschichtenerzähler. Ich hatte das sechste Glas Rotwein getrunken und wurde langsam müde. Und als meine Augen zufielen auf dem Sofa, da sah ich noch Christian einen kleinen Moment und dann hörte ich aus der Nachbarwohnung Lalilu, nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen, nun schlaf auch du. Danke. Dankeschön. Ja, und das war in der fast schon zweijährigen Geschichte der Wortwäscherei die spontanste Spontangeschichte. Chapeau, Hut ab. Ich will mich jetzt nicht mitnehmen mit dem Bademantel, aber ich bin kurz davor. Lothar Schröer, nochmal einen Applaus für ihn. Danke.